Liebe Freunde und Interessierte, dieses Video ist zum Thema Neumondenergien Februar 2021 und auch zu den Energien in den kommenden Wochen. Gestern ist eine mediale Botschaft zu mir gekommen und dieses Bild möchte ich kurz erklären, was ich gestern gesehen habe. In diesem Bild hat sich eine Seelenlandschaft gezeigt. Und ich bin in diese Seelenlandschaft durch ein großes Tor eingetreten. Und von diesem Tor ist ein kleiner Pfad weggegangen, der hineingeführt hat in die Landschaft. Zu linker Hand war ein kristallklarer Bach, wo ein Kind gespielt hat. In der Ferne die Berge. Dahinter das Meer, was ich aber nur gespürt habe und nicht gesehen. Und zu rechter Hand war ein Wald mit einer Quelle. Und vor diesem Wald stand ein Haus mit einem Seelengarten mit Blumen und Kräutern. Ich hatte dieses Bild schon öfters erhalten. Das Besondere aber an diesem Bild, was gestern kam, war, dass in diesem Bild Menschen aufgestellt waren. Es waren viele Menschen, die Richtung Berge geschaut haben. Ich habe das nur von hinten gesehen, weil ich mehr an dem Tor stand. Also der Blick war nach vorne gerichtet und die Menschen waren alle verankert, verbunden mit der Erde und mit dem Licht und haben wie in sich geruht. Also es war ein eher statisches Bild. Es war sehr klar, die Luft war klar, der Himmel war klar und die ganze Atmosphäre war klar. Und es hat sich so angefühlt, wie wenn die Menschen aufgehört hätten, aneinander zu ziehen und zu zerren, aufgehört hätten, sich gegenseitig Energie zu nehmen und eben in dieser Erd-Licht-Anbindung waren, um von dieser Anbindung her wieder die Lebensenergie zu bekommen. Dann kam ein Bild auf einer unteren Ebene im Farbspektrum Orange-Rot, Grau-Schwarz und in diesem Bild waren die Menschen alle miteinander verknollt, verwoben und verworren. Es gab viel Streit, viel Ärger, viel Meinungsverschiedenheit. Also ein bisschen so wie der momentane Zustand. Und es war so wie auf der horizontalen Zeitebene, auf der Illusion zwischen Vergangenheit und Zukunft, also auf dieser Ebene, wo wir uns hauptsächlich in der dritten Dimension befinden. Und das ist eben die Ebene der Angst, der Zerstreuung, des emotionalen Dramas. Worum geht es jetzt in diesem Bild? Was ist die Botschaft? Die Botschaft ist, dass wir Menschen beginnen sollten, uns aus dieser Ebene zu lösen, um über das Herz als Transformator wieder in die Seelenebene zu kommen. Ja? Also wie in so einem Art Aufzug, der uns auf eine andere Ebene hebt, auf die seelisch-geistige Ebene, wo wir uns neu verankern und ausrichten. Und das wird sicherlich eine Weile dauern, bis wir dann auf dieser Ebene uns als Menschen wieder neu begegnen können. Aber darum geht es, ja, dass wir auf diese Ebene gehen, uns neu ausrichten, Lösungen finden und dann dadurch unsere Beziehungen transformieren. Weil das geht auf dieser unteren Ebene nicht mehr, da gibt es wie keine Lösung mehr. Also das heißt, es geht nur über diese Erd-Licht-Anbindung, über die Herzöffnung und über die Rückverbindung mit unserer Seele und mit dem Geistraum und auch mit dem höheren Selbst. Das ist so die Herausforderung, die wir momentan haben. Und der Februar ist allgemein mit seinen Energien dafür da, um die Beziehungsebenen zu klären. Viele Themen, die vielleicht lange Zeit im Untergrund gegärt haben, nicht auf den Tisch gekommen sind, kommen jetzt an die Oberfläche und wollen geklärt werden. Und dann ist es entweder so, dass eine Beziehung sich auf einer neuen Ebene begegnet, egal ob das jetzt partnerschaftlich ist, freundschaftlich oder familiär, oder ob der Impuls kommt, dass es vielleicht Zeit ist für eine Trennung. Der Februar, hatte ich auch in dem letzten Video schon gesagt, ist allgemein sehr herausfordernd, der herausforderndste Monat wohl von diesem ganzen Jahr. Und ich möchte aber mit diesem Video Mut geben und Kraft, damit wir durch diese Transformation hindurch gehen, denn es bleibt nicht aus. Also nur weil es im Verborgenen ist oder im Unterbewusstsein, es wirkt trotzdem. Das heißt, diese ganzen Themen sollen an die Oberfläche kommen, denn nur dann
können sie wirklich umgewandelt werden und wir können von innen her wieder heilen, also wir selber, aber auch eben unsere Beziehungen. Wenn ihr dabei Hilfe braucht, ich habe unter dem Video ein paar Links eingestellt und es ist auch möglich, dass du dir eine Seelenbotschaft von mir übermitteln lässt. Schaut einfach unten in die Links oder schreibt mir eine E-Mail. Dann viel Mut, viel Kraft für das, was ansteht und bis bald. Danke und Namaste.